Liebe Geschwister, wenn wir unsere Bibliotheken aufsuchen oder die Regale in den Moscheen oder wenn wir mit einigen Stichworten in der Online-Bibliothek suchen, werden wir ein Schlagwort kaum finden, beziehungsweise es wird uns wenig Ergebnisse liefern. Wer nach den Freitagspredigten des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sucht, wird kaum fündig werden. Ja, wir haben die Abschiedspredigt bei der Pilgerfahrt. Und dann, ja, dann fängt das Material an, dünn zu werden. Aber überlegt einmal, wie viele Freitagspredigten hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit, sagen wir mal in Medina, abgehalten. Ja, diese gut 10 Jahre, jedes Jahr 52 Wochen und 10 mal 52, gut 500 Predigten. Jetzt frage ich euch, wo sind all diese Predigten hin? Wo sind all diese Predigten hin? Wir wissen, die Sahabis haben alles dokumentiert von seinem Leben. Und da, wo sie keinen Einblick hatten, da haben sie sich die Informationen geholt, eingeholt, haben die Frauen vom Propheten gefragt. Allahs Wohlgefallen sei auf allen, die als unsere Mütter bezeichnet werden im Koran. Wie hat er sich zu Hause verhalten? Weil außerhalb des Hauses, da wurde er gescannt. Wie ein Scanner praktisch, ja, dass man wusste, wer war er und dass man das auch weitergetragen hat. Also was ist mit diesen 500 plus Freitagspredigten geworden? Warum finden wir kein Buch? Das ist eine sehr interessante Frage. Mit einer ganz einfachen Antwort. Die Freitagspredigten vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, sie waren gefüllt mit dem Koran. Sie waren gefüllt mit dem Koran. Deswegen möchte ich heute einen etwas für euch, für mich ungewöhnlichen Stil wählen, für die Freitagspredigt, nämlich auf den Koran Konzentration und Gewicht legen. Und zwar auf das, was wir vielleicht regelmäßig hören und regelmäßig selbst rezitieren in unseren Gebeten, aber wo die Bedeutung uns vielleicht noch verborgen ist. Warum? Wir haben es vielleicht 1, 2, 3 Mal in der ungefähren Übersetzung gelesen, aber wir wissen nicht richtig, was diese Sure eigentlich meint oder wir können es nicht wiedergeben, wenn wir danach gefragt werden. Ich fange mit der 90. Sure, wenn man die Reihenfolge meint, an. Surat al-Balad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Mit dem Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft,
Damit ist Makka gemeint. Wo du, o Gesandter Allahs, in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast und bei einem jeden Erzeuger und dem, was er zeugt. Allah Ta'ala schwört. Warum schwört Allah Ta'ala? Er schwört, um unsere Aufmerksamkeit zu bündeln, zu fesseln. Und um dem für uns aus unserer Perspektive mehr Gewicht zu verleihen, was nach einem Schwur kommt. Das heißt, damit wir aufmerksamer sind, dass wir wissen, dass was nach diesem Schwur kommt, etwas Wichtiges ist, weil ansonsten kennen wir es nicht, als Menschen zu schwören, ohne dass darauf etwas Wichtiges kommt. Und worauf Allah Ta'ala schwört, erhält dadurch auch eine besondere Ehre. Wir Menschen, wir dürfen nur auf Allah Ta'ala schwören, aber Allah Ta'ala erschwört bei einigen Dingen und nur bei einem Geschöpf, nämlich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir, Allah Ta'ala spricht im Plurales Majestätes, ja, so wie Könige über sich sprechen, beziehungsweise angesprochen werden. Diese Anredeform wählt auch Allah Ta'ala für sich sehr oft im Koran. Wir haben ja den Menschen zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Wichtige Aussage. Wichtig, weil wir alle stetig Bequemlichkeit suchen. Wir suchen alle die Phase, die lange Lebensphase des Ausruhens. Aber Allah Ta'ala sagt, der Mensch ist dazu erschaffen, Mühsal durchzumachen. Das heißt, wir können durch diesen Vers Realisten werden. Und dadurch werden wir nicht enttäuscht. Enttäuscht, das ist eines meiner Lieblingswörter. Und es ist ein Wort, was für mich mit einer Gnade verbunden ist. Weil wenn du enttäuscht wurdest, bedeutet das, dass du vorher getäuscht gewesen bist. Und durch die Enttäuschung bist du von einer Täuschung frei geworden. Alhamdulillah. Alhamdulillah für jede einzelne Enttäuschung in der Vergangenheit und in der Zukunft. Dass wir also nicht mehr enttäuscht sind, wenn wir merken, oh, irgendwie klappt es nicht. Wir müssen mit einem gewissen Stresspegel im Leben klarkommen. Denn das ist unser Dasein, wie Allah Ta'ala es auch bestimmt hat. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Der zweite Irrtum, die zweite Täuschung. Wir versuchen ständig, selbstständig, unabhängig zu sein. Und das ist natürlich gut, weil die obere Hand, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ist besser als die untere Hand. Die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Aber die Welt da draußen, die predigt Allmachtsfantasien. Dass man komplett unabhängig ist von allem, dass man Macht über sich hat, Macht über seine eigene Zukunft, über seine Gesundheit, über sein Schicksal. Und dass man ja ein entspanntes Leben leben kann. Und wenn man diesen Vertrag abschließt und dieses oder jenes kauft oder konsumiert, wird man dann in diesem Zustand der Entspannung sein. Wie viele Menschen suchen Zuflucht? In Drogen, im Berauschenden, in Alkohol. Weil sie diese Illusion verfolgen, Entspannung. Ja? Aber Allah Ta'ala sagt, nein, der Mensch, er hat in diesem Leben ein Leben der Mühsal. Ein Leben mit Herausforderungen. Er sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Ja, wir kennen die Angeber, die so erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben. Ja, wir kennen diese Werbung, mein Haus, meine Yacht, mein Auto. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Das ist eine Warnung. Und nun wechselt Allah Ta'ala und appelliert an unsere Dankbarkeit. Haben wir ihm, hat Allah Ta'ala, dem Menschen, nicht etwa zwei Augen gemacht? Und Subhanallah, das Augenlicht ist eine sehr große Gnade. Was ich euch empfehle, in Zweiergruppen, der eine nimmt den anderen bei der Hand und der, der geführt wird, schließt die Augen. Und nach wenigen Sekunden spürt ihr diese Wand, die ihr gleich anlaufen werdet. Ja, obwohl ihr wisst, da ist gar keine Wand, aber ihr spürt sie. Ja, ihr spürt diese Hilflosigkeit. Und ihr spürt diesen Drang, eure Augen öffnen zu wollen.
Und Allah Ta'ala erinnert uns daran, dass er uns zwei Augen gegeben hat. Eine Zunge und zwei Lippen. Welche Gnaden sind alle mit der Zunge verbunden, liebe Geschwister? Welche Gnade sind mit den Lippen verbunden? Ja, das Essen, das Schmecken, ja, auch Sexualität. Subhanallah. Allah Ta'ala erinnert uns an diese Gnaden. Und ihn beide Hochebenen geleitet. Zwei Wege hat Allah Ta'ala uns gezeigt. Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Ja, der Weg, der ein bisschen steil ist, da wo man sich mehr anstrengen muss. Der Mensch von seiner Natur her will den bequemen Weg gehen. Da, wo es bergab geht, das ist ihm angenehmer. Und was ist dieser steile Weg? Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Gefangenen. Oder zu speisen am Tag der Hungersnot. Eine Weise, die einem nahestehend ist. Oder einem Bettler, einem Armen, der dem Boden nahe ist. Und dass man hierauf zu denjenigen gehört, die Iman haben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Das kennen wir noch aus einer anderen Sure. Und jetzt, hört gut zu, jetzt kommt ein neuer Punkt, ja, der nicht in Surat al-Asr beim Namen genannt ist. Und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Dass man zu denen also gehört, die sich gegenseitig Geduld ans Herz legen. Warum? Weil wenn man auf dem Weg der Wahrheit ist, erfährt man viele Widerstände. Und diese wird man nicht beseitigen können, allein dadurch, dass man auf dem Weg der Wahrheit ist. Sondern man wird sie nur mit Geduld überwinden können. Und hier erwähnt Allah Ta'ala noch, dass sich gegenseitig die Barmherzigkeit ans Herz legen. Und wir kennen das auch als Gemeinden, hier in der Moschee, in anderen muslimischen Zusammenschlüssen. Ja, wir arbeiten miteinander, nach der Arbeit, nach dem Studium, sind schon ein bisschen K.O., ja, geben von unseren Nerven, von unserem Geld. Dann hier und da kommt der Scheitan dazwischen, Missverständnisse entstehen. Ja, und auf einmal ist diese Stimmung weg. Aber Allah Ta'ala sagt, sich gegenseitig die Barmherzigkeit ans Herz legen. Und Barmherzigkeit bedeutet, und ich denke, viele von uns haben das nicht verstanden, beziehungsweise wir verstehen es in der Theorie, aber wir schaffen es nicht mehr danach zu leben. Barmherzigkeit bedeutet, du verzichtest auf dein Recht. Du verzichtest auf dein Recht. Deswegen bitten wir Allah Ta'ala auch um seine Barmherzigkeit. Wir bitten ihn nicht um seine Gerechtigkeit uns gegenüber. Weil sein Recht wäre ja, uns zu bestrafen aufgrund unserer Sünden. Zu denen wir auch immer wieder zurückkehren. Aber Alhamdulillah, wir bessern uns ja auch. Wir wollen ja nicht zu negativ sprechen. Ja? Aber hätte nicht Allah Ta'ala das Recht, uns zu bestrafen? Weil wir nicht mit seinem Willen konform leben? Natürlich. Worum bitten wir? Um seine Barmherzigkeit. O Allah, verzichte. Verzichte auf dein Recht. Nun beschreibt Allah Ta'ala eine Gruppe, das sind die Gefährten der rechten Seite. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Über ihnen liegt ein sie einschließendes Feuer. Liebe Geschwister, der Prophet selbst hat sallallahu alaihi wasallam ganze Suren aus dem Koran wiederholt in seinen Freitagsansprachen vorgetragen. Eine Frau berichtet, dass sie Surat Al-Qaf, die 50. Sure der Reihenfolge nach, von den Lippen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Moschee bei seinen Freitagspredigten gelernt hat. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Was mir sehr gefallen hat an der letzten Freitagsansprache von Bruder Mohsin aus Hanau, dieser direkte Zugang ins Herz. Etwas, was uns Kraft gibt. Etwas, was uns diesen spirituellen Akku wieder auflädt. Und diese Kraft dahinter, liebe Geschwister, ist das, was wir aus dem Koran ziehen. Und gerade bei den letzten Suren, die relativ kurz sind, dort sind viele Botschaften drin, die, wenn wir sie kennen würden von der ungefähren Bedeutung, sie würden uns mehr Licht geben in unseren Gebeten. Denn diesen Unterschied will ich immer wieder hervorheben, die Prophetengefährten,
als sie sich zu den drei lauten Gebeten in der Moschee getroffen haben, morgens und abends und nachts, und zum Tarawih-Gebet im Monat Ramadan, als Muttersprachler haben sie sofort verstanden, worum es geht. Sogar Nicht-Muslime damals, Polytheisten, als sie den Koran direkt aus dem Wort, aus dem Mund vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört haben, sie waren so mitgenommen von den Worten. In einer der Suren heißt es, so werft euch nieder. Und sie warfen sich als Nicht-Muslime nieder. Weil dieses Wort einen ergreift, liebe Geschwister. Weil dieses Wort einen ergreift. Und es ergreift einen nicht nur vom Klang her. Vielleicht können viele von uns das noch nicht nachvollziehen, diese Schönheit im Klang. Ja, viele von uns, gerade wenn wir anfangen, die Religion zu schätzen, wir hängen noch an Musik, ja, an irgendwelchen sogenannten Hits. Ja? Wortwörtlich Schläge, ja? Ist auch seltsam, ja? Man hängt an Hits, man hängt an Schlägen. Und wir brauchen noch ein wenig Zeit, diese Art von Inhalt aus unserem Herzen rauszunehmen, um für den Koran rein zu sein und dies genießen zu können. Aber der Inhalt, liebe Geschwister, der Inhalt ist überwältigend. Die Worte von Allah Ta'ala. Und wie gnädig er doch gewesen ist. Stellt euch mal vor, hier, das ist in dem klassischen Einband 604 Seiten. Jede Seite hat 15 Zeilen. Stellt euch vor, der Koran wäre ein längeres Werk gewesen. Puh, wäre schwierig für uns gewesen, oder? Und subhanallah, Allah Ta'ala, das erste, was er erschaffen hat, laut einem authentischen Hadith ist, den Stift. Und dann sprach er zum Stift, schreib. Und der Stift sprach, was soll ich schreiben? Und Allah Ta'ala sprach, schreib alles auf, was sich ereignen wird bis zum Tage des Gerichts. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, und wenn alle Bäume, alle Baumsorten, wenn aus ihnen Stifte gemacht werden würden und die Meere, sie würden Tinte sein, die Worte von Allah Ta'ala wären dennoch unerschöpflich. Die Worte von Allah Ta'ala könnten niemals niedergeschrieben werden, selbst wenn das gesamte Universum seine gesamten Bäume zur Verfügung stellt für Schreibrohre und jedes Wasser Tinte werden würde für die Worte von Allah Ta'ala. Und so gnädig war er gewesen, uns eine Kompaktversion seiner Worte zu offenbaren. Alhamdulillah. Und so gnädig war er gewesen, ja, vielleicht auch für all diejenigen, die unter erschwerten Bedingungen ein Leben zu verantworten haben, die vielleicht weniger Zugang zum Wissen haben, die vielleicht in anderen Zeiten gelebt haben, vielleicht auch in andere intellektuelle Kapazitäten, und daran ist nichts auszusetzen. Das ist einfach Allah Ta'ala verteilt, seine Gaben. Ja, man sagt, Masha'Allah, wie Allah Ta'ala wollte. Sogar, dass diese 604 Seiten, und diese Einteilung ist nichts Heiliges, ihr könnt eine andere Einteilung haben, ich habe auch zu Hause Werke, die haben andere, nur 300 Seiten oder 400, das auch, ja, der Koran schriftlich enthalten. So gnädig war Allah Ta'ala gewesen, dass er die gesamte Botschaft des Korans zusammengefasst hat. In der Surat Al-Fatiha. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sie ist Ummul Kitab, beziehungsweise Ummul Quran. Und Al-Umm in der arabischen Sprache, ja, gibt auch die Bedeutung von Zusammenfassung wieder. Das Essentielle, ja. Und gleich am Anfang ist die Zusammenfassung. Übrigens, für diejenigen, die wissenschaftlich arbeiten, an der Uni, ja, oder vielleicht sogar schon im Abitur, wenn man um eine Zusammenfassung gebeten wird oder um eine Buchbesprechung gebeten wird oder man hat eine Forschungsarbeit. Jetzt ist es gang und gäbe, dass man am Anfang, bevor der eigentliche Text kommt, der Hauptteil, gibt man eine kurze Zusammenfassung dessen wieder, was folgt. Stimmt's? Das Abstract. Ja? Das heißt, die Menschen sind dorthin gekommen, ohne den religiösen Weg zu wählen, zu sagen, das braucht man. Bevor man so einen langen Text durchliest, am besten, man hat am Anfang eine Zusammenfassung, was einen erwartet. Und subhanallah,
Genau das liefert der Koran mit der Al-Fatiha am Anfang. Was ja auch ungewöhnlich ist, diese 7 Verse am Anfang, und dann kommt Al-Baqarah mit seinen 286 Versen. Aber seht ihr, Subhanallah, das sind Wunder über Wunder. Zeichen über Zeichen. Der Koran. Wir wollen weiterlesen. Was kommt nach der Ortschaft? Was braucht jede Ortschaft, um zu überleben? Die Sonne. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Mit dem Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle und dem Mond, wenn er ihr folgt, und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt, und der Nacht, wenn sie sie überdeckt, und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat, und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat, und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat, und ihr dann ihre Sittenlosigkeit oder das Gefühl für Sünde und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Ein Schwur nach dem anderen und bei und bei und bei und bei. Und was haben wir gelernt? Die Schwüre im Koran sind eine Ehre für das, worauf geschworen wird. Sie sollen unsere Aufmerksamkeit fesseln und sie sollen für uns dem Gewicht verleihen, was danach kommt. In 8 Versen also mehrere Schwüre. Was kommt? Welche Realität? Zuletzt ging es um die Seele. Wohlergehen wird es jemandem, der sie reinigt, die Seele. Und enttäuscht sein wird ja der, oder zugrunde gehen wird ja der, der sie verkümmern lässt, der sie verfaulen lässt. Diese Realität, liebe Geschwister, so wie wir unsere Kleidung nach draußen tragen und Berührung haben mit anderen Gegenständen, uns hinsetzen, arbeiten, ja, und unsere Kleidung kommt in Berührung mit der Umwelt. Was müssen wir danach machen? Je nachdem, wo wir waren, müssen wir unsere Kleidung auf eine besondere Art und Weise waschen oder halt eben vorher waschen, als wenn wir an einem reineren Ort gewesen sind. Und dasselbe ist auch mit unserer Seele, liebe Geschwister. Wir tragen unsere Seele praktisch über uns als Hülle. Das ist jetzt keine theologische, sondern eine pädagogische Beschreibung, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, ja, dass man versteht, was ist deine Seele? Deine Seele ist das, was du mit dir rumträgst. Und je nachdem, wo du hingehst, nimmt sie den Schmutz von den Orten an, an denen du bist und die du berührst. Oder sie nehmen die Reinheit, die Frische, den guten Duft dieser Ortschaften mit. Wie der Prophet auch beschrieb, sallallahu alaihi wasallam, dass gute Gesellschaft, nur Gesellschaft, hier geht es nicht um Freunde, einfach nur Leute, mit denen man in dem heutigen Sprachgebrauch abhängt. Diejenigen, mit denen du abhängst, deine Kumpels. Er sagt, eine gute Clique ist die Clique, ist eine Clique wie, Verzeihung, die gute Clique ist wie der Parfümhändler. Eins von dreien kann passieren. Entweder du kaufst etwas von ihm und Parfüm, wir wissen, ja, eines von drei geliebten Dingen von dieser Erde, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, dass auch Parfüm gut ist für die Konzentration, ja. Und auch etwas ist, was menschlich ist, im Vergleich zum Tierreich, ja? Kennt ihr Tiere, die sich irgendwie parfümieren? Ja, die irgendwie etwas herstellen und sich parfümieren? Nein, es ist etwas Menschliches. Oder man kriegt eine Probe geschenkt
Und wenn nicht, selbst wenn man weder was geschenkt bekommt, noch etwas kauft, man geht raus und Mama fragt einen, ja, wo warst du denn gewesen? Warst du wieder bei Douglas gewesen? Ja? Jetzt habe ich wieder Werbung gemacht, Schleichwerbung, ja? Und schlechte Gesellschaft ist wie der Schmied. Unsere Eltern warnen uns. Verbring nicht Zeit mit dem und dem und dem. Wir sagen, ja, uns passiert nichts, wir passen schon auf. Aber der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn dein Kleid nicht Feuer fängt, du gehst raus und der schlechte Geruch vom Schmied, also von seiner Ortschaft, der Schmiede, er hängt an dir. Und so ist es mit unserer Seele, liebe Geschwister. Wenn wir sie reinhalten und reinigen, dann werden wir erfolgreich sein. Wenn unsere Seele gut ist, sie wird auch nur Gutes anziehen. Aber wenn sie schlecht ist, liebe Geschwister, dann wird sie auch mehr und mehr das Schlechte anziehen und wir werden zugrunde gehen. Ja, wir werden zugrunde gehen. Was kommt danach? Sehr interessant. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge, als der Unseligste von ihnen sich erhob. Allahs Gesandter sagte zu ihnen, achtet auf die Kamelstute Allahs und ihre Trinkzeit, also eine vorherige Prophetengemeinde. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und so schnitten sie ihr, der Kamelstute, die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder und so ebnete er über ihnen die Erde ein. Und er, Allah, fürchtet nicht die Folge davon. Subhanallah. Erst 8 Verse voller Schwüre, dann die Realität über die Seele und auf einmal der Wechsel zu einem Volk der Vergangenheit. Diese Wechsel, diese Themenwechsel, sie machen den einfachen Leser perplex. Aber liebe Geschwister, es gibt Werke ohne Übertreibung, die sind, ja, wenn nicht einen Meter lang, fast einen Meter lang, ja, einen halben Meter lang, 70, 80 Zentimeter, ja, Riesenapparate, ja, wo Gelehrte erklären, wie jeder einzelne Koranvers mit dem darauf folgenden beziehungsweise mit dem zurückliegenden zusammenhängt. Und wie jede einzelne Sure mit der darauf folgenden beziehungsweise der zuvor liegenden zusammenhängt. An-Nazm, ja, diese Systematik, wenn man so will, ja, die diesen Koran ausmacht. Aber selbst wenn wir keinen Geschmack dafür haben oder dies nicht erkennen können, diese Systematik, diesen Zusammenhang, aufgrund dessen, dass wir halt noch nicht so bewandert sind, nehmt die folgende Weisheit von Allah, ja, der mehrere Weisheiten in sein Buch legt für verschiedenste Menschen. Ist es nicht schön, dass der Koran für denjenigen, der das nicht erkennen kann, ja, für denjenigen, der das nicht erkennen kann, so unsystematisch erscheint, wo von einem Thema zum anderen auf einmal gewechselt wird? Ist es nicht schön? Ich sage euch warum. Weil dies den Menschen dazu bringt, sich noch stärker mit dem Koran auseinanderzusetzen. Stellt euch mal vor, abgesehen von der Surat Yusuf alaihi salam, der 12. Sure, der chronologischen Reihenfolge nach, die ganze Geschichte von Yusuf alaihi salam behandelt, ohne dass sie in einer anderen Passage behandelt wird. Stellt euch vor, das wäre mit allen 25 beim Namen genannten Propheten im Koran der Fall gewesen. Hätten wir Surat Musa und Surat Ibrahim, haben wir sowieso, aber ja, okay? Irgendwie wäre dieser Reiz zu gucken, okay, aber jetzt wird gerade diese Thematik durchgenommen mit Musa a.s., aber wie war das nochmal mit der anderen Sache? Und was war vorher, was war nachher? Da muss man zusammen puzzeln, ja? Und puzzeln, das baut dann eine Beziehung zu Allah Ta'ala auf, zum Koran auf. Und das ist etwas Wundervolles. Dass wir dann diese Dinge sammeln, dass wir versuchen zu systematisieren, dass es für uns systematisch ist, obwohl es, ja, das Wort von Allah Ta'ala ist immer systematisch. Ja, bei ihm ist nichts dem Zufall überlassen. Ja, er hat jeder Einzelne, wie im Koran es heißt, es fällt kein Blatt herunter, ohne dass er das weiß. Kein Blatt, subhanallah. Und welche Bedeutung hat schon ein Blatt, was runterfällt? Aber subhanallah, kein einziges Blatt fällt herunter, ohne dass Allah Ta'ala das bereits geplant hat und weiß, wie es herunterfällt und von welchem Wind es wohin geweht wird, bis es letztendlich wie den Erdboden berührt. Das weiß alles Allah Ta'ala.
Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, ich möchte die ein, zwei Minuten dazu nutzen, eine Botschaft aus dem Herzen zu sprechen. Ich habe gestern davon gehört, wie eine arabische Sprachschule in Marokko, in Ribat, in Rabat, ungefähr 100 nicht-muslimische Ausländer bei sich unterrichtet. Und einige von ihnen sind Studenten und anderen Berufsgruppen zugehörig. Und sie kommen teilweise aus den Vereinigten Staaten und aus Europa. Und sie verlassen ihr gewohntes Leben, kommen in eine neue Kultur, ja, müssen sich mit einem neuen Klima, andere kulturelle Situationen auseinandersetzen. Und sie lernen eine Sprache, sind vielleicht 35, 40 Jahre alt. Und ihre Karriere richten sie darauf aus, beziehungsweise ihre Karriere leidet vielleicht drunter, die Familie, die sie vielleicht selten sehen. Und wozu? Dass sie diese Sprache lernen, subhanallah. Und einige von ihnen, die Theologie studieren oder Politikwissenschaften studieren, ja, sie setzen sich noch mit unserer Religion auseinander. Jemanden, den ich 2007 kennengelernt habe, der an der Uni Frankfurt einen Lehrauftrag hatte, er ist nicht Muslim. Er hat mir vor knapp einer Woche zukommen lassen, dass er ein ganz dickes Buch geschrieben hat, über die verschiedenen Ansätze der Muslime in Europa klarzukommen. Das hat irgendwie wehgetan, das hat mir irgendwo wehgetan. Warum haben wir dieses Buch nicht geschrieben? Versteht ihr? Wir haben dieses Geschenk bekommen, von Allah Ta'ala, diese Religion, erstmal ihr zugehörig zu sein und sie danach noch schmecken zu dürfen, sie genießen zu dürfen, uns für sie einzusetzen, von ihr zu profitieren. Nicht du trägst dein Gebet, das Gebet trägt dich. Und bis du nicht so betest, wie du atmest und deine Augen blinzelst, deine Augenlider blinzelst, betest du in Wirklichkeit noch nicht. Aber zwingst du dich zum Atmen? Du sagst, Moment mal, ich muss erstmal atmen. Oder denkst du darüber nach, wie du mit den Augenlidern blinzelst? Nein, das ist für dich ganz normal. Und du bist froh, dass das für dich ganz normal ist. Und so sollte auch das Gebet für dich ganz normal sein, weil es Teil deines Lebens ist. Ja? Und Alhamdulillah, es ist Teil deines Lebens und du musst dich nicht drum kümmern, sondern es ist für dich da. Deine Atmung ist für dich da. Manchmal motivieren mich andere, die einen Außenblick auf diese Religion haben und sich so sehr mit ihr auseinandersetzen und sich auch für sie einsetzen. Ja? Gegen falsche Anschuldigungen. Das motiviert mich. Und ich will diese Motivation an euch auch weitergeben. Wir haben einen großen Schatz, liebe Geschwister. Und er kann noch so schlecht geredet werden. Ja? Sein Glanz ist nicht abzudecken. Und umso mehr versucht wird, diesen Glanz abzudecken, umso größer scheint dieses Licht zu werden. Und mehr Menschen beschäftigen sich dann auch mit dieser Religion. Und mehr Menschen finden mindestens so eine Sympathie zu Muslimen, weil sie merken, geopolitisch läuft etwas gerade ganz schief. Ja? Jeder, der hier sitzt, er hat Zeit. Jeder, der hier sitzt, hat Fähigkeiten. Kommt nicht mit euren Beschwerden, was hier alles schiefläuft oder woanders. Weil alles, was schiefläuft, ist deswegen, weil irgendwo einer von euch nicht seine Kräfte, seine Ideen, sein Lächeln, sein Portemonnaie, seine Hände, sein Herz mit einbringt. Man sagt, eine Kette ist nur so stark wie
das schwächste Glied in dieser Kette. Also wenn man eine Kette, ja, man spannt dran, wo wird sie reißen? Da, wo das schwächste Glied ist. Stütze du dieses schwache Glied oder ersetze du es, dass man am Ende nicht nur einen Strang von einer Kette hat, sondern wie ein Seil aus mehreren Schnüren besteht, ja, dass man auch eine Sicherheit hat. Ja, das kann man für alle Moscheen sagen, für alle muslimischen Institutionen sagen. Das kann man aber auch für unsere Großfamilien sagen und für unsere Familien. Lasst uns von uns geben und Allah Ta'ala wird uns reichlich, reichlich segnen, liebe Geschwister. Weil die Gnaden, die er uns gegeben hat, unglaublich. Unglaublich, was er uns alles gegeben hat. Wer noch nicht geweint hat, aufgrund dessen, dass er die Gnaden von Allah Ta'ala erkannt hat, er hat dies noch vor sich. Aber er hat noch nicht diese Religion geschmeckt, wenn er nicht weinen konnte aus Scham für Allah Ta'ala, aus Dankbarkeit Allah Ta'ala gegenüber. Oh Allah, warum hast du mich das kosten lassen? Einer der Gelehrten sagte, Allah Ta'ala hat so viele Geschöpfe und vergisst keines von diesen Geschöpfen. Aber wir haben nur einen Schöpfer und wie oft vergessen wir ihn? Lass uns dies mitnehmen, liebe Geschwister. Während die Geschwister für die Aktivitäten und für die laufenden Kosten Spenden sammeln, sprechen wir im Bittgebet. Herr Mujib, du bist derjenige, der die Bittgebete erfüllt und beantwortet. Bitte lass uns dich spüren, O Allah, dass wenn wir unsere Bittgebete an dich richten, dass du uns hörst und dass du uns antwortest. Und bitte lass uns auf das vertrauen, auf deine Antwort. Manchmal ist es besser, dass du uns nicht gibst, O Allah, worum wir bitten. O Allah, bitte stärke unsere Herzen. Bitte lasse die Schwäche aus ihnen verschwinden. Bitte lass uns das fünfmalige Gebet lieben, O Allah. Und heiligen, O Allah. Und genießen, O Allah. Und schmecken, O Allah. Bitte helfe uns, fernzubleiben von den großen Sünden. Und helfe uns, dass wir auch weiterhin an uns arbeiten, nachdem wir von den großen Sünden fernbleiben konnten, O Allah. Schenke uns Licht und Stärke und Kraft und Zusammenhalt in unserer Gemeinde. Schenke uns Harmonie in unseren Familien, O Allah. Bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und helfe auch den Verheirateten, die Ehe harmonisch zu führen. Und segne die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, O Allah. Und schenke den kinderlosen Kindern Kinder, O Allah. Allahumma Amin. O Allah, bitte lass uns das beste Vorbild sein für unsere Religion und lass uns zu deiner Religion einladen dürfen und schenke uns Erfolg, ein Instrument, ein Werkzeug deiner Rechtleitung sein zu dürfen, O Allah. Und für alle Menschen, die schwer Not leiden, die bekriegt sind, O Allah, die auf der Flucht sind, die hungrig sind, die dursten, die durstig sind, die krank sind, die unseren Trost brauchen, die verzweifelt sind, die unseren Schutz brauchen, O Allah, bitte steh all diesen Menschen bei und lasse unseren Einsatz, unsere Spende, unsere Tätigkeit, O Allah, einen Teil oder ein Mittel deiner Hilfe sein, O Allah. Schenke uns Muslimen Selbstbestimmung, O Allah, auf dass wir allein dir dienen dürfen und dass wir diese Religion in die Welt tragen dürfen, O Allah, und ihr Licht weitertragen dürfen. Allahumma Amin. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir beten hat und schenke uns Schutz und Zuflucht, wovor auch der Prophet bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Aqimissalah.